Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Der Herr der Ringe, die Schlacht von Mittelerde 2. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Ich habe damals vor 2-3 Jahren immer mit Freunden zusammen eine LAN-Party gemacht und wir haben dann immer zusammen dieses Spiel gespielt. Und mein Favorit ist natürlich, sind die Menschen, weil ich einfach mit den Menschen am besten spielen konnte. Und ich kann euch mal hier die Rassen zeigen, welche Rassen es gibt. Oder welche Armeen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass im ersten Teil die Armeen Rassen hießen, aber darum geht's nicht. Also wir haben die Menschen, wir haben die Elben, wir haben die Zwerge, wir haben Isengard, Mordor und die Orks. Und vorweg wollte ich noch sagen, also in diesem Spiel möchte ich gerne die gute Kampagne spielen, da ich einfach die gute Kampagne richtig gut spielen kann. Ich kann viel zu den Charakteren erzählen, wir werden zum Teil auch ganz, ganz neue Charaktere kennenlernen. Wir werden auf leicht spielen. Ich glaube, das ist am besten im Let's Play davor. Da haben wir zusammen Lego Der Herr der Ringe gespielt. Und da gab es echt viel, viel zu erzählen. Und ich hoffe, dass es hier genauso ist. Und am besten bin ich jetzt kurz leise und dann könnt ihr Elrond zuhören. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Das ist übrigens nicht Smaug. Ich glaube, der heißt Dragoth. Das habe ich noch in Erinnerung von damals. Wir haben das Spiel so durchgesuchtet. Wir haben wirklich jede Karte gespielt. Wir haben jede Stadt und jede Festung zerstört. Das war so geil damals. Da kommen wieder Erinnerungen hoch. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben, wie es bei euch war. Bei mir war es immer so, jeden Freitagabend, so nach dem Training, hey, komm, lass Schlacht von Mittelerde 2 spielen. Und dann hat jeder seinen Laptop mitgenommen. Und es gab immer einen, der das nicht spielen konnte, weil er so einen Krüppel Windows 98 Laptop hatte. Das war so geil damals. Bis jetzt blieb die alte Stadt von den Wirren des Krieges verschont. Und es gab immer einen Hafensänger, der immer das Spiel vergessen hatte. Das war auch damals so. So, liebe Freunde, wir haben hier Glorfindel. Glorfindel ist ein Elb, ihr seht es selber. Und wir werden jetzt versuchen, Bruchtal zu betreten. Problem ist dabei, dass wir hier ein paar Goblins auf dem Weg gefunden haben. Und wir haben hier Elben, Lorienkrieger, die kommen von Lorien. Die kommen hier nicht her. Bruchtal ist, glaube ich, Imaldris. Ich bin mir da überhaupt gar nicht sicher. So ein Oberpro bin ich auch nicht. Es wäre super, wenn wir in den Kommentaren Fragen diskutieren könnten. Denn ich persönlich will auch noch viel hier lernen. Ich habe damals immer auch die Filme mir angeschaut, was ich heute auch tue. Heute schaue ich mir meistens immer die ganzen Commentaries an von Peter Jackson und Co. Ja, so war das. Und wisst ihr, ich würde gerne von euch wissen, was eure Lieblingsnation ist. Also ich glaube, das ist eine gute Frage, wenn man das so in den ersten Part so beantwortet. Also mich würde das mega interessieren. Also meine Lieblingsarmee oder Nation sind die Menschen. Also
Ich habe schon immer gerne die Menschen gespielt und vor allem habe ich auch damals immer mit Faramir gespielt. Ich habe immer Ethereum Rangers gebaut. habe ich trainiert oder ausgebildet. Und dann bin ich immer mit den Feuerpfeilen in die gegnerische Festung reingegangen und habe natürlich auch immer Katapulte gebaut. So habe ich das immer gemacht. Und was ich gar nicht ab kann, das war, wer war das nochmal? Das war nicht König Dane, das war, genau, Grimar Schlangenzunge. Den habe ich so gehasst, diesen Wichser, den konnte ich nie ab. Weil der hat so viel Geld gekostet und der konnte gar nichts. Saruman mochte ich auch nicht, den mochte ich sowieso nicht, weil er einfach so eine Pissnecke war. Da mochte ich Gandalf mehr, Gandalf war cool, der konnte immer mit seinem Besen so Feuer, Quatsch, ich meine Luft so sprühen. Das war cool. Saruman konnte das mit Feuer. Aber das hat immer so lange gedauert, bis das aufgeladen war. Und Gandalf konnte sogar auch Blitze schießen mit seinem Schwert. Und ich weiß sogar noch, als er ja gegen den Balrog gekämpft hatte, da hat er das ja auch gemacht. Und das war richtig cool. Und ja, so war das. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich die Filme liebe. Ich kann die Filmmusik mit... Trillern. Ich kann wirklich mit, ich kann das wirklich. Ich bin einfach damit aufgewachsen. Also bei mir in der Familie kann ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, schaut jeder Herr der Ringe. Und wir sind jetzt keine so, ja, wie soll ich sagen, wir sind jetzt keine irgendwie, die so auch jede Woche auf so ein Fest gehen, aber wir sind einfach große Fans. Ihr seid das ja bestimmt auch. Ich spürte, dass dieser Tag naht. Bruchtal hat den Dienern der Dunkelheit stets getrotzt. Seine Unverletzlichkeit muss gewahrt werden. Orks, überlass diese dreckigen Halunken mir. Jojojo, Gloin. So, Gloin, wir haben jetzt zwei neue Charaktere dazu bekommen. Und zwar Gloin. Gloin, das ist der Daddy von Gimli. Und dann haben wir hier noch Elrond bekommen. Elrond, den kennen wir alle. Das ist hier der Sprecher, der in diesem Spiel sprechen wird. Und wir müssen jetzt hier auf die andere Seite gehen, denn hier wird der nächste Angriff kommen. Und am besten schlage ich vor, dass wir erstmal ein paar Truppen ausbilden werden. Und Gloin, die Schwuchtel, muss auf Stufe 2 kommen. Also, ich glaube, das wird ziemlich einfach. Lasst euch auf jeden Fall nicht von ihm beirren, der ist immer so eine lahme Schnecke. Ich muss ganz ehrlich sagen, er erinnert mich voll an diese South Park-Figur. Also, bestimmt kennt ihr die WoW-Folge von South Park, an diesen Zwerg, den Cartman immer gespielt hatte. An den erinnert mich Gloin. Und wir haben sogar auch Gloin in Lego der Herr der Ringe, in Lego der Hobbit gespielt. Und wenn ihr gerne Bock habt auf ein Lego-Let's Play, da könnt ihr gerne mein Lego der Hobbit-Let's Play anschauen. Dort werden wir mit vielen Zwergen spielen und ich glaube, für euch Zwerge da draußen, ballert euch das auf jeden Fall rein. Weil da werdet ihr sehen, wie wir Smaug und so alle durchgefickt haben. Und ja, wir gehen mal ein bisschen hier runter. Ich kann mir gut vorstellen, genau, dass wir Verstärkung bekommen. Das weiß ich noch. Also, falls ihr Fragen zum Spiel habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich bin gerne für euch da. Und ich bin einfach dankbar über jede Unterstützung, die ich bekomme. Und ich freue mich einfach über jeden Kommentar. So ist das. Und wenn ihr selber... ...die vorrückenden Orks gesehen und Gwaihir benachrichtigt. Nun kommen sie, um uns beizustehen. Eh nicht, die kommen eh nicht. Doch, die kommen. Oh, die sind schon da. Was ich gerade sagen wollte ist... Also, schreibt mal so in die Kommentare von einer Skala von 1 bis 10, wie groß ihr so ein Herr der Ringe-Fan seid. Bei mir ist es 9. Es ist nicht 10. Es ist 9, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Neuseeland betreten. Und man muss tatsächlich als wahrer, also meiner Meinung nach, als wahrer der Herr der Ringe-Fan, muss man Neuseeland betreten. Also ich kenne viele, die schon Neuseeland betreten haben oder dort Urlaub gemacht haben, um einfach die ganzen Sachen zu sehen. Ich meine, stellt euch das mal vor. Oh, eine Frau. Die erste Frau. Die wir schon... Vielleicht Galadriel. Aber ja, wir haben jetzt... Wir haben Arwen dazu bekommen. Und ich finde, es gehört einfach dazu, einfach so der Herr der Ringe und so mal so in echt zu sehen. Und am besten, das habe ich euch nicht gesagt, am besten aktiviert ihr so schnell wie möglich die Fähigkeit Elbengaben. Oh, scheiße.
die Goblins kommen. Oh, da sind viele. Die werden wir jetzt erstmal besiegen. Wir haben ja Reiter. Und ich gebe euch auch einen Tipp. Also als ich damals immer die Kampagne gespielt habe, Glorfindel habe ich immer auf einem Pferd reiten lassen, weil er damit die Goblins überrempeln kann. Und wenn er die Goblins überrempelt, dann sterben die halt schneller und es ist halt viel besser. Also es ist einfach ein bisschen besser und er ist auch viel schneller auf dem Pferd. Also spielt immer, wenn ihr die Möglichkeit habt zu reiten, auf dem Pferd, außer bei Faramir. Bei Faramir würde ich immer, vielleicht werden wir bald Faramir spielen, ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber bei Faramir kann man wirklich alles machen. Man kann ein Schwert mit ihm spielen, man kann einen Bogen an ihn tun und halt ein Pferd reiten. Und wir werden jetzt erstmal hier die ganzen Rohstoffstarreien oder wie die Dinger heißen, zerstören. Ich glaube, die heißen Holzfeuerlager. Und wir haben sogar Adler. Das sind die Adler. Für die Leute, die es wissen wollen. Gandalf hat die Möglichkeit, die zu rufen. Und das hat er auch im ersten Film gemacht. Und zwar, der war ja auf dem Turm von Saruman, von seinem Haus. Und dann hat er die Adler gerufen. Da hat er so eine Motte gerufen erstmal und dann kamen die Adler. Und die Adler, ey, da gibt es echt nicht nur zwei, ne? Da gibt es haufenweise Adler. Und wenn die erstmal kommen, dann können die Orks nicht mehr mithalten. Dann müssen die Uruk-Hais kommen. Und sogar die haben Probleme mit den Eagles. So heißen die im Englischen. Also ich habe damals immer die Filme auf Englisch geschaut. Da, ich liebe es einfach so, die Filme in Originalsprache anzuschauen. Das ist einfach viel geiler. Ich muss ganz ehrlich mit euch sein. Ich schaue nie Filme auf Deutsch. Es sei denn, die sind nur auf Deutsch. Aber versteht ihr, was ich meine? Deswegen, wenn ihr meine Let's Plays anschaut von Der Herr der Ringe, von Lego Der Herr der Ringe oder Lego Der Hobbit oder Lego Star Wars 3, ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal verkacke ich mit meiner Sprache. Mit meiner deutschen, also mit Deutsch. Weil ich bin einfach Englisch auch aufgewachsen. So ist es halt, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. So, ich werde jetzt erstmal hier diese großen Arschgeigen hier töten. Die sehen so aus wie Hodenkobold. Oh Gott. Okay. Hier ist auch übrigens ein Turm. Am besten geht ihr direkt immer auf die Türme, denn die Türme, Glowin ist übrigens auf Level 3 schon, die Türme sind extrem stark. Die verursachen viel Schaden und am besten schaltet ihr erstmal die aus. Am besten geht ihr immer mit den Eagles, falls ihr Eagles habt, auf die ganzen Gebäude. Und mit den Truppen werdet ihr die Infanterie zerstören. Also das ist ein Tipp von mir. Und passt immer auf, dass ihr nicht alleine immer mit einer Bataillon angreift, sondern immer in Massen. Und bei Gefecht, vielleicht können wir mal zusammen auch, oder ja, wir können mal zusammen ein Gefecht spielen. Und dann kann ich euch ein paar Tipps geben, also wie ich damals immer gespielt habe. Also hier kann man jetzt nichts falsch machen in diesem Level. Aber ich habe so ein paar Strategien auf Lager, die ich euch gerne zeigen würde. Und welche Helden ich auch immer spiele bei den Nationen. Und ja, was ich so auch, ja, machen würde. Und hier, das weiß ich sogar noch, das ist so ein hässlicher Wurm. Und wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Ich habe mir schon immer die Frage gestellt. Ihr kennt ja den dritten Teil von Der Hobbit. Da waren auch so hässliche Würmer. Und sind das diese Würmer? Also wenn ihr es wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich möchte das unbedingt wissen. Und dieser Wurm, der kann sogar Feuer speien. Und am besten werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen Wald noch kaufen. Genau, das kann der. Und das machen wir mal. Also wir haben hier wirklich nichts zu verlieren. Es können hier so viele sterben, wie die, ja, wie sie wollen. Wir haben auf jeden Fall das Level geschafft und das Level war richtig cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Level. Es werden noch richtig geile Levels kommen. Unter anderem werden wir sogar, soweit ich weiß, auch Vorn Ost. Ja, Vorn Ost werden wir vielleicht bald kennenlernen. Seid gespannt. In dieser verzweifelten Lage schmiedet der Rat von Elrond den Plan, die Elben und Zwerge des Nordens zu vereinen, um Saurons Armeen zu trotzen. Der mächtige Feldherr Glorfindel stößt zur Streitmacht des Zwergenfürsten Gloin, um dieses Bündnis in der Schlacht gegen die Orks zu besiegeln. Jawohl, wir haben es geschafft und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben richtig gut heute gespielt. Mal schauen, ob das im nächsten Part auch so sein wird. So,
Die nächste Mission wird Hoher Pass sein und ich kann euch sagen, dieses Level ist richtig geil. Wir werden einen neuen Charakter kennenlernen und zwar ist das ein Elb, den kennen wir aus Der Herr der Ringe, also aus dem Film, aus dem zweiten Teil kennen wir ihn. Und ich hoffe, euch wird dieses Let's Play in Zukunft noch besser gefallen. Ja, und ich verabschiede mich jetzt hier. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche, bleibt gesund und passt auf jeden Fall in der Schule auf. Bis dann, Leute, haut rein und ciao.